Wir begrüßen Sie herzlich und freuen uns auf das Achtelfinale im deutschen Pokal. Welches Team kann sich unter die besten 8 spielen? In 90 Minuten oder etwas mehr wissen wir Bescheid. Und in der heutigen Partie heißt es Hertha BSC gegen den FC Bayern. Und klar, eine wichtige Aufgabe kommt heute Robert Lewandowski zu. Und er kann so einiges am Ball. Auf seinen Auftritt können wir uns freuen. Und so werden es die Herthaner heute angehen. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. So gehen es die Bayern also heute an. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Wenn wir die Spielerlegenden des FC Bayern aufzählen wollen, sind wir wahrscheinlich morgen noch nicht fertig, Buschi. Ja, das ist schon unglaublich, wer da alles gespielt hat. Das war schon immer der Anspruch der Münchner. Die besten deutschen Spieler sollen bei ihnen spielen. Und diesem Lockruf, sind wir ehrlich, sind dann viele gefolgt. Der Anpfiff ist in diesem Moment erfolgt. Das Achtelfinale im deutschen Pokal. Es läuft. Viel Spaß dabei. Marco Grujic. Spielt er den Ball in den Strafraum? Da kommt die Flanke. Da passt der Verteidiger sehr gut auf. Ribéry über außen. Flanke jetzt von Ribéry. Aber da steht kein Mitspieler für diese Erreichung. Coman! Einwurf für die Berliner. Mittelstädt. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Pass kommt von Lewandowski. Und der Ball geht deutlich drüber. Lewandowski. Klasse Aktion, Lewandowski. Ball kommt rein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Ja, das war so wichtig. Dieser Ball hätte richtig gefährlich werden können. Schöner Pass. Achtung jetzt. Guter Pass, der kommt an. Er zieht ab. Mit dem Ball hat er gar keine Ruhe. Kimmich. Coman. Rodriguez. Super dazwischen gegangen. Guter Einsatz, der hohe Druck zahlt sich. Klasse Pass. Marco Grujic. Kalou. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Schierbrett. Rodriguez.
Die Bayern über die Seite jetzt. Hereingabe jetzt. Tamis macht das Tor. Den Treffer der Bayern schauen wir uns nochmal in der Wiederholung an. Ja, da konnte er fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Ja, so ein Kopfballtreffer, da freut sich der Trainer. Ganz sicher, da haben sie ihre Offensivaktion gewinnbringend abgeschlossen. Schön zu sehen, wie konzentriert sie da zu Werke gehen. Jetzt liegen die Bayern vorne. Schierbrett. Mittelstädt. Marco Grujic. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Ballverlust. Koman. Schuss! Und den Ball hält der Torhüter fest. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Weiter gefährlich. Schierbrett. Kalou. Den setzt er zu hoch an. Der geht rüber. Süle. Goretzka. Alaba. Jetzt Ribéry. Alaba. Coman. Jetzt schießt er. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Richtig gut drauf, das war für ihn Tor Nummer 2. Hier nochmal dieser Treffer. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Davy Selke. Goretzka. Da haben die Bayern Platz. Süle. Alaba. Ribéry. Und Thiago. Thiago! Und der Ball geht deutlich drüber. Und jetzt Einwurf für die Bayern. Und nun Boateng. Süle. Marco Grujic. Schönes Zuspiel. Da ist die Flanke. Den hält er super. Es gibt Ecke für Hertha BSC.
Ecke kommt. Davy Selke. Oh, schwach. Ah ja, da ist der Ball versprungen. Da hat auch die Technik nicht gepasst. Ungefährlich. Sehr gute Gelegenheit eigentlich, aber klar vergeben. Er kann den Kopfball nicht platzieren. Die Chance ist vertan. Süle. James Rodriguez. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Thiago, den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Gar kein schlechter Versuch aus der Distanz. Ein schöner Distanzschuss, aber vielleicht wäre der Pass zum Mitspieler sinnvoller gewesen. Ball kommt rein. Super dazwischen gegangen. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Und mit dem Resultat nach 45 Minuten sind sie aus dem Turnier, Buschi. Wären sie aus dem Turnier. Wir bleiben hier mal noch im Konjunktiv, denn es sind noch 45 Minuten zu spielen. Bisher haben die Bayern hier alles im Griff. Wir gehen rein in Durchgang 2. Boateng. Franck Ribéry am Ball. Weiter Ball jetzt nach außen zu David Alaba. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Ganz stark abgeblockt. Mittelstädt. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Duda. Jetzt haben sie den Ball verloren. Coman. Und Ribéry. Und die Situation geklärt. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Bei der Hertha gibt es jetzt einen Wechsel. Ja, und es wird natürlich jetzt interessant zu sehen sein, wie gut der neue Mann mit dieser Rolle zurechtkommt. Und Thiago, Boateng. Was sagst du zur bisherigen Leistung von James Rodriguez? 2 Tore hat er schon auf dem Konto, man liegt vorne, also so kann es natürlich weitergehen. Und Coman! Ecke für die Bayern. Schöner Schuss aus der zweiten Reihe, aber der Torwart ist zur Stelle und pariert diesen Ball. Super Parade! Der Schlussmann war hoch konzentriert und auf dem Posten. Guter Versuch aus der Distanz, aber der Keeper hat aufgepasst und hat dann schlussendlich das bessere Ende für sich. Großartige Leistung vom Torwart. Ecke kommt von Kimmich. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Das ist es vielleicht. Souverän gemacht und das war gar nicht so einfach. Kalou. Hier sehen wir nochmal, dass es eine sehr, sehr enge Entscheidung war, aber sehr gut gesehen vom Schiedsrichter gespannt. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Und Ribéry. Jetzt die Bayern im Angriff. Flanke jetzt. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend.
Bayern München mit dem Ball gewinnen. Goretzka. Ribéry. Da sind Mitspieler frei. Lewandowski. Ungefährliche Aktion, kein Problem für den Torwart. Coman. Goretzka. Guter Versuch aus der Distanz, da hat nicht viel gefehlt. Ah, da hätte das Tor fallen können. Die Bayern im Vorwärtsgang. Da spielt er den Ball zu Lewandowski. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Kimmich. Sie lassen sie jetzt erstmal kommen. Ribéry. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Das gibt Ecke. Tamés bislang mit einem Superspiel. Sie haben richtig Mühe mit ihm heute. Er kommt immer wieder zum Abschluss. Kimmich führt aus. Goretzka! Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Kimmich. Rickig. Schierbrett. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Und das ist der Ballverlust. Marco Grujic. Süle. Goretzka. Javi Martinez. Kimmich. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Und Ribéry. Wird's jetzt gefährlich? Das gibt Einwurf. Ball ist draußen. Kurz nicht konzentriert genug und schon ist die Kugel weg. Süle. Jetzt haben sie den Ball. Marco Grujic. Kalou. Keine gute Aktion, schlecht verteidigt. Da können sie erstmal klären. Nun James Rodriguez. Wieder ein guter Pass von ihm, nicht das erste Mal heute. Schellbrett. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Javi Martinez jetzt. Und damit ist der Ball weg. Sie kommen jetzt über außen. Den Ball hat er, ganz souverän. Ball kommt rein. Die Flanke bleibt hängen. Kein guter Volley. Ah, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Bei der Hertha gibt es jetzt einen Wechsel. Und ich bin gespannt, ob der neue Mann hier sofort reinfindet in diese Begegnung. Kimmich. Goretzka. Ribéry. Franck Ribéry dürfte einer der besten Spieler sein, die je in der Bundesliga gespielt haben. Ja, beeindruckend, vor allem sein Spielwitz, seine enorme Stärke im 1 gegen 1. Super Pass! Stark gemacht, das könnte was werden.
Selke. Ein fantastischer Treffer. Auch wenn sie hier treffen, es wird natürlich nicht reichen. Entsprechend auch wenig Freude bei den Spielern. Tabuschi, das nimmt er natürlich gerne an. Da lässt er sich nicht zweimal bitten. Nee, alles offen. Also so leicht hat man es nicht oft. Ein schönes Tor, aber auch ein einfaches Tor. Jetzt sind sie dran, aber das Aufbäumen könnte zu spät gekommen sein. Sie brauchen ein kleines Wunder. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es obendrauf. Marko Grujic, Ibišević. Abwehr hat aufgepasst. Kimmich. Hummels. Ribéry. Alaba über den Flügel. Robert Lewandowski. Coman. Kimmich. Jetzt kann er die Flanke bringen. Da passt er auf und hat den Ball. Gut gesehen, das war abseits. Coman. Das war's. Knappes Ergebnis hier. 2:1 am Ende. Gutes Resultat heute und damit sind Sie eine Runde weiter. Kompliment auch von meiner Stelle. Ich bin gespannt, wo Sie am Ende landen. Wie fandst du James Rodriguez heute? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.